beim Katagoruma beginnen wir wieder durch die Aktion von Uke. Uke greift an, will die Initiative ergreifen. Tore ist passiv beim ersten Schritt. Ab dem zweiten Schritt übernimmt wieder Tore die Initiative und greift mit dem linken Arm entweder auf den Oberarm oder kann auf das Gewand greifen. Ich greife lieber das Gewand. Beim dritten Schritt... Warte, stopp. Und der Uke umfasst mit der Hand den Ellbogen. Er ist ein zusätzlicher positiver Effekt für Tori, weil er dann mit seinem linken Ellbogen auch zusätzlich für Kutsushi sorgen kann. Dritter Schritt. Wir stehen mit unserem rechten Fuß bei der Rechtsausführung zwischen seinen Beinen, damit wir hier unseren Schwerpunkt unter den Schwerpunkt von Uke verlagern können. Nur so kann Kataguruma funktionieren. Unterstützend dazu greifen wir hier ganz, ganz nahe auf seinen Oberschenkel, damit somit kann Uke viel Körperspannung erzeugen. Wichtig dabei ist das Unterlaufen von Ukes Schwerpunkt. Das kann nur durch folgende Bewegung passieren. Und das rechte Bein von Tori, also der Fuß von Tori, muss auf jeden Fall mit Blickrichtung zu Uke schauen und nicht um 90 Grad verdreht. Genau, weil hier kann ja das Knie nicht nach links Richtung Uke wandern, sondern nur 90 Grad verdreht. Und so kann man den Schwerpunkt nicht unterlaufen. Und viele fragen sich oft, welches Bein muss ich eigentlich heranziehen, wenn ich Kataguruma auflade? Die Antwort liefert uns der Wurf. Es gibt nur eine Möglichkeit. Wenn man den Schwerpunkt unterwandern will, kann man nur auch so zusteigen, sodass man unter den Schwerpunkt rein. Denn der Schritt in die andere Richtung wäre ja wieder weg. Das wäre absurd. So kann man ihn nicht aufladen. Okay. Einmal. Für Uke selbst auch noch. Beim Aufladen. Richtig. Uke, um Tore zu helfen, abschließen. Und wie wird Uke abgeworfen? Warte, ich drehe mich hier um 90 Grad. Wie wird Uke abgeworfen? Schräg nach vorne. In diese Richtung. Das heißt nicht gerade, sondern 45 Grad circa. Weit genug wegwerfen, hier, dass... auch sehr wichtig, der Kopf darf nicht an seinen... Genau, das war jetzt vielleicht sogar etwas zu wenig weit weggeworfen. Das ist, ja, aber es ist in Ordnung. Genauso, ja. Eigentlich sollte es sein. Weil ich falle ja nicht so hin, sondern ich... Richtig. Den Kopf vorne. Also dieser Abstand ist vollkommen in Ordnung. Und Tori kann mit seinem rechten Arm, wenn er den Uke oben hat, ein bisschen einen Schubs nach oben geben und die linke Schulter nach unten kippen. Genau. Ich zeige den Wurf noch einmal vor und erkläre die einzelnen Schritte. Uke übernimmt die Initiative, will angreifen. Tori reagiert darauf. Zweiter Schritt. Tori übernimmt die Initiative. Uke greift auf den Ellbogen. Dritter Schritt. Die Hand ganz nah an seinen Oberschenkel. Schwerpunkt unterwandern. Jetzt? Warte, einen Zusatz noch. Der Schritt, der nachgezogen wird von Tori, muss beim Hochheben zugezogen werden. Nicht den Uke hochheben und dann erst den Schwerpunkt unterwandern. Das muss beim Hochziehen sein. In dieser aufgeladenen Position Uke richtig gut aufspannen, auch mit der linken Hand und... Und mit der zweiten Hand dazugreifen zum Sichern. Nicht die rechte Hand von Tori auf der Seite hängen lassen, sondern dazugreifen.